Weltpremiere bei Detlefs in Isny. Ich grüße dich, Sabine. Hallo. Tolles Auto. Das ist ein 5-Meter-Auto, bei dem ich auf jeden Parkplatz komme, der 5 Meter groß ist. Und es ist ein Ford Transit Custom, also so VW-Bus-Größe ungefähr. Richtig, genau. Ein bisschen höher ist er sogar. Ein bisschen breiter habe ich das Gefühl innen, oder? Breiter, er ist vom Raumgefühl schon unheimlich toll. Ist ein Fahrzeug für Leute, die nicht nur reisen wollen, sondern so ein Fahrzeug auch im Alltag nutzen möchten. Ihr habt ja mehrere Marken von Detlefs, die auch in dem Bereich schon ein bisschen unterwegs sind. Transit Custom ist ganz neu für euch. Genau. Der läuft dann unter Detlefs, oder? Richtig, genau. Steht auch Detlefs drauf, dann ist auch Detlefs drin. Dann ist Detlefs drin. Wir sind ja in Isny. Ja, Globe Van. Das Ganze sieht man hier. Es ist so eine Geschichte. Ich habe jetzt schon einige Ford Transit Custom gezeigt. Habe auch mit Händlern gesprochen, die nur Ford Transit Custom bauen. Die sind absolut überzeugt. Es ist bloß vielleicht ein bisschen Umgewöhnung, weil viele kennen ja den Fiat Ducato und den VW-Bus. Das hier ist so ein bisschen dazwischen von der Größe. Ja, natürlich. Das ist jetzt wieder ganz, ganz was anderes. Oder ja, was heißt ganz was anderes, aber was Neues. Fühlt sich an wie ein PKW. Das ist das Coole. Sehr schön zum Fahren. Ich bin auch schon gefahren damit. Also angenehm, wie gesagt, und ein mega Raumgefühl. Ja, ein SCA-Dach aus Deutschland ist drauf, GFK. Das Besondere hierbei auch, dass das Fahrzeug wirklich hier als Anschaffung auch mal für einen Firmenmitarbeiter genutzt werden kann, der sagt, hey, ich will hier sowas haben anstelle, was weiß ich, einem Audi oder sowas, denn ich habe eine große Familie und will mit denen unterwegs sein. Das ist jetzt eine Ausstattung 4 Sitze, die mit drin ist, aber da geht noch mehr, denn ihr habt ein Railing-System eingebaut. Warte, ich zeig mal gerade, hier ist das SCA-Dach. Mit Airline-Schienen, das kennt man aus dem Reisebusbereich. Und hier haben wir eine ganz tolle Schlafbank, die 2x Isofix hat. Also da wird schon direkt an die Kinder gedacht. Richtig, ein Freund der Familie. Es gibt aber auch noch einen Einzelsitz, wo man einhängen kann in die Schiene. Wenn man jetzt sagt, man hat nur ein Kind und braucht die doppelte Sitzbank nicht. E-Bikes, die kann ich dann durchladen. Genau, dann kann ich eben noch laden. Das sind ja auch, kann ich als Verzurösen ja auch nützen. Und Ebersbecher ist euer Freund, oder? Dieselstandheizung? Bei diesem Fahrzeug, ja. So, ich zeig's mal gerade an der Seite. So, der Boden ist mit drin, da sind die Airline-Schienen. Hier ist so das Zubehör. Das heißt, also ihr testet das Auto ja im Moment. Wie kommt's an? Gut, ja? Bis jetzt ganz gut bei den Händlern doch. Die sind also auch begeistert, dass wir wieder was Neues bringen in diese Richtung. Aber das Segment ist ja immer schade, wenn man die Leute heimschicken muss und dann sagt, man hat da eventuell nichts anzubieten. Aber hier großes Bedienfeld, also siehst du die Aufbaubatterie, Eberspecher Standheizung, Diesel. Ja. Also ich muss auch keinen Kraftstoff mit mir führen. Der hier hat auch was Besonderes, er hat keine Küche. Nee, also jein, sage ich jetzt einmal. Er hat eine Außenküche hinten im Kofferraum, ja, und eine Außendusche. Durch das habe ich natürlich auch mehr Platz im Fahrzeug, weil ich den Platz für die Küche nicht brauche. Aber es ist ein Reisemobil. Sobald ein Koffer verbaut ist, kann man es als Reisemobil anmelden. Das hat den Vorteil der Versicherung, die dann ein bisschen, genau, billiger sind. Genau. Ich glaube sogar Steuern, wenn, ja, egal. Informiert euch, es hat Vorteile, so also kann man es nur sagen. Es ist ein Sonderzubehör hier hinten drauf. Da ist nämlich ein Topper. Wir haben es eben mal kurz geübt, denn der Umbau funktioniert dann besonders gut, wenn man auf der Bank sitzt. Die hat nämlich hier unten eine Verriegelungssperre, dass sie also nicht mehr gegen Ungewolltes nach vorne bewegen gesichert werden kann. Wenn du dich mal gerade draufsetzt auf die Bank und versuch die mal gerade ein bisschen vorzuschieben, das wollen wir mal gucken. Die haben wir nämlich jetzt gerade eben, und das geht auch problemlos. Man kann sie sogar arretieren bis zu einem gewissen Punkt und kann damit die Sitzposition festlegen. Und dann haben wir jetzt mal die Kopfstützen mal so eingesteckt. Guck mal, Sabine, an der Seite, genau. Es ist so neu. Es kam, glaube ich, gestern aus dem Werk. Es war das ist ganz neu. Ganz neu. 21. April 2022. So, da vorne hebt sich das Ganze. Ich zeig's mal gerade. Steht uns drauf Easy Leg. So, erstes um, zweites um, das war's. Jetzt habe ich eine ebene Fläche. Topper. Ich filme mal gerade von innen rein. Boah, ist das riesig. Also ich würde hier unten schlafen. Das ist wahrscheinlich auch im Winter besser.
war das Zelt. Auf jeden Fall, oder wenn es regnet, man möchte, dass das Zeltdach, das ist ja auch ein Zelt, dass es nicht nass wird, dann kann man unten schlafen. Guck mal, da steht sogar Detlefs drauf auf dem Topper. Ja, wir haben Detlefs Originalzubehör von Dotz. Okay. Und da kann man sich für jedes Fahrzeug bei uns kann man sich die richtigen Topper machen lassen. So, da sind die Topper. So. Bin ich auch mal gespannt. Warte, ich nehme mal weg. Hier ist übrigens noch ein Verdunklungsset. Das nehme ich mal kurz nach unten. Ach, das ist alles angepasst natürlich. Genau. Also man kann für jedes. So, ein bisschen Tetris. So, es gibt für jedes Fahrzeug bei uns der passende Topper. So, hier unten ist drauf. Das erhöht natürlich den Schlafkomfort erheblich. Wenn du dich mal gerade drauflegst, so ein kleines bisschen, dass man nur mal sehen kann, wie dramatisch groß das ist. Das ist wirklich eine Liegewiese, oder? Ja, das stimmt. So, das wäre doch jetzt toll. Du hättest eine Freundin, ihr würdet dann... Ja. Ihr würdet fahren nach Holland, Zandvoort an die See. Das braucht ihr gar nicht, fahrt an Gardasee, oder? Wir fahren an Gardasee, genau, das ist jetzt so weit wie Holland. Das ist toll, du kannst einfach anhalten, kannst das Dach hochmachen, kannst dich an den See legen. Ja. Ist aber schon eher so ein Sommerspaß, oder? Ich sag mal, Sommer, Herbst, Winter auch? Man kann im Winter durchaus auch fahren. Wie gesagt, wenn man kein Wasser mitführt, also bei dem ist jetzt kein Problem, weil der einen Kanister hat, der kann jetzt nicht unbedingt was einfrieren, eine Heizung hat er. Funktioniert im Winter auch mit der Schlafdächer. So. Einfach den Schlafsack mit oben reinnehmen, dann geht es gut. Die Heizungen haben nämlich richtig viel Power, 4, teilweise 6 kW. Ja. Dann hier ist der Tisch drin, auch genau, ein tolles. Hier ist der Tisch verstaut, Campingtisch. Wie gesagt, den kann man jetzt im Alltag auch drin lassen, er stört an der Seite nicht. So, jetzt kommt hier ein Fach, das ist total spannend. Das ist hier an der Seite, ich mach's mal gerade auf. Kann man komplett rausnehmen, genau. Zum Beladen. Hier kann ich zum Beispiel dann auch Boxen reinmachen oder Taschen, die ich dann speziell dafür habe. Und da vorne hast du dann noch einen Teil der Elektrik. Hier ist das Wasser drunter? Ne, Frischwassertank ist normal hier drin. Ja, an der Seite? Genau. Den kann ich auch rausnehmen. Das ist so ein Kanister, wo ich rausnehmen kann. Ah, okay. Genau. Reinigen kannst du den auch dann? Kann ich auch reinigen, genau. So, und Dusche ist hier? Hier ist eine Außendusche. Praktisch. Einstecken. Also so eine Außendusche. Typisches. Oh, wenn man einen Hund dabei hat, kann man auch den Hund abbrausen, wenn er dreckig ist, dass sie nicht. Oder die Füße nach dem Strand. Die Füße, genau. Oder einfach auch mal so duschen. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und das halbe Auto mal zerlegt, um euch mal zu zeigen, wie toll das gelöst ist. Pushlock, heißt, du ziehst das raus. Da drinnen ist ein Gaskochfeld mit einem riesen Brenner. Du hast also Platz für einen Riesentopf. Genau, ich kann mir da hinten was kochen. So, dazu gibt es einen Gasschlauch, also da ist keine Kartusche drin. Nein, der Gas, also eine Flasche. So, und die haben wir eben mal kurz gesucht, genau. Und haben sie gefunden, hier vorne drin. Da ist die Gasflasche drin, eine riesen Gasflasche, also dafür, dass man die ja nur zum Kochen verwendet. Man braucht sie nur zum Kochen, richtig, nicht für die Heizung. Und weil wir gerade dabei waren, haben wir hier nochmal gezeigt, das ist die Aufbaubatterie. Genau, richtig, dass ich auch Licht im Fahrzeug habe und Strom einfach. So, was ist da drin? Eine 195er AGM. 195er AGM Batterie. Okay. Das ist schon cool gelöst. Und da sagt natürlich der TÜV dann, das ist jetzt ein richtiges Wohnmobil, weil du kannst ja kochen. Wohnmobil, genau. Sobald ein Kocher verbaut ist. Wie gesagt, ich kann es im Alltag nützen und habe trotzdem ein Wohnmobil. So, hast du Schienen mit drin? Das ist das Verdunklungssystem, was optional ist. Genau. Topper ist optional? Gibt es alles bei Detlefs Original Zubehör. Gibt es für jedes Fahrzeug bei uns gibt's einen passenden Topper, wo wirklich genau aufs Fahrzeug zugeschnitten ist. Gibt auch Spannbettlaken für unsere Polster. Also gibt es alles. Schaut einfach auf unseren Shop. So, hier unten. Also das ist das System, das habt ihr jetzt mal mitbestellt, weil ich glaube, das Verdunkungssystem macht hier Sinn, was hier mit dabei ist. Das isoliert auch noch mal ein bisschen, das ist sehr, sehr schwere Qualität. Okay. Wie gesagt, im Zubehör gibt es ganz viele Sachen für dieses Fahrzeug auch. Dann zeigen wir mal was Tolles, nämlich die Liegefläche oben. Wenn du mal gerade so nett bist, mal die Seiten mal aufmachst, dass man mal durchgucken kann. Du musst es noch nicht komplett öffnen, weil es ist ja schließlich ein Cabrio-Dach.
was hier Verwendung findet. Man sieht, du hast schon mal in sowas geschlafen, gell? Ja, ich hatte ja auch schon dein Wohnmobil, auch mit so einem Schlafdach. So, vorne kannst du auch öffnen, weil ich kann mir vorstellen, im Sommer bist du froh, wenn du das Fliegenschutzgitter dann hast. Auf jeden Fall. So, das ist ein reines Fenster. So. Wenn es mal stark regnen sollte, kann man das verwenden. So, und jetzt einmal kurz mal runterziehen. Pass mal kurz auf mit den Teilen. Ja, ja, einmal ganz kurz, dass man mal sieht. Da gibt es nämlich solche Klettverschlüsse. Ja, ganz neu. Wieder was Neues für dich. Du freust dich doch, oder? Wenn das Produktdesign. Immer, wenn wir irgendwas Neues bekommen. Natürlich. 30 neue Produkte kriegen. Jetzt haben wir es mal selber mal erkundet. Aber ich glaube, das hier ist natürlich eine tolle Ergänzung zu eurem Programm. Ja. Ich fühle mich so richtig schlecht, weil ich schon ein paar Mal eingeklemmt habe. Ja. Und bei meinem eigenen, also nicht bei dem hier. Da ist jetzt sogar ein Topper mit drauf, guck mal. Ja, genau. Ich habe auch. So, plus ein Teller, wenn du es mal gerade ein bisschen hochhebst. Ja. Machen wir mal gerade. Das kommt weiter raus. Ja, also da ist nochmal so ein Rostsystem drunter. Mhm. Was ich cool finde, das kann atmen nach unten. Ja, richtig. Und wenn einem das zu wenig ist, muss man einfach nochmal einen Topper drauflegen. Also hier könntest du locker nach Südfrankreich fahren auf dem Campingplatz und hast dein Schlafmobil dabei. Genau, richtig. Brauchst kein Zelt mitnehmen, aufbauen, hast ruckzuck das Ganze montiert. Genau. Und bist von den Kosten her gar nicht so viel teurer wie ein normaler PKW, ein hochwertiger. So, hier ist übrigens also hier auch Cockpit. Bändel, hier wäre auch zum Beispiel ein Bändel, wo man runterhängen lassen kann, dass man das runterziehen kann, dass man jetzt so auf die Seite. Wenn du jetzt ein bisschen kleiner bist. Wenn du noch kleiner bist wie ich. Noch kleiner bist wie ich. Nein, aber es geht auch wirklich, wenn du jetzt 1,67 Meter bist, geht, oder? Ja, es geht. Und es ist halt schwer. Und auch für so ein Dach, muss ich sagen, es geht ganz gut. Also kannst du nochmal hochdrücken? Einmal so, weil du es was kannst. Ich glaube, der Mirko wird es wieder zurückbauen für uns. Das geht wirklich mit einer Hand, oder? Das geht mit einer Hand, das ist wirklich easy. Cool. Ja. So, du hast mir gesagt, wenn du mal gerade Platz nimmst auf dem Fahrersitz, kann man die Brumm-Brumm-Sabine im neuen Custom. Wie fühlt es sich an? Gut, bin auch schon damit gefahren, bin ich schon damit. Ja, und? Ja, läuft gut. Läuft gut. Automatik, das kommt immer mehr, oder? Dass die Leute Automatik wollen? Ja, viele wollen mittlerweile Automatik. Da muss man halt wieder nur aufpassen, wenn man eine Automatik hat, muss man wieder aufpassen von der Anhängelast. Da reduziert sich oft die Anhängelast. Das ist sogar wesentlich. Also deswegen kaufen viele Schalter genau. Wegen der Anhängelast. Thema Automatik, da geht ja alles um das Thema Abgas und CO2 und was weiß ich alles, was denn kommt. Aber da könnt ihr euch informieren. Das Thema Anhängelast war, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, weil der hier hat eine Anhängerkupplung. Die ist dann wesentlich reduziert und wenn du dann Schaltgetriebe hast, dann wird es wesentlich mehr. Ja, ich bin mal echt gespannt. Also wir haben ja noch keine endgültigen Preise, weil die kommen jetzt gerade erst an den Händler, wird das ausgeliefert. Genau, das alles über den Handelsplatz dann erfragen. So ist das. Ja, komm mal raus bitte. Ja, habt ihr den oder gibt es noch einen längeren? Nee, es gibt zwei Varianten. Es gibt nochmal einen in einer anderen Farbe, wo ein bisschen mehr Ausstattung hat. Okay, den habt ihr auch hier. Das kann man aber schon auf der Homepage sich anschauen. Cool, wir gehen nochmal kurz zurück. Also, wenn ihr sowas haben wollt, sowas gibt es jetzt auch in ISNI. Also wirklich ganz, ganz tolles Fahrzeug. Und auch hier gilt europaweiter Service. Also das Auto gibt es überall. Richtig, genau. Also könnt ihr euch freuen, da waren bald viele auf der Straße sein. Ja, und fahrt ihn mal Probe. Also ich selber bin ihn da gefahren, war ganz erschrocken, wie leise der ist. Weil du denkst, du steigst so ein, denkst, es wäre ein Lieferwagen, fährt sich wie ein PKW. Nee, fährt sich wirklich wie ein PKW. SUV eher, würde ich sagen, von der Sitzhöhe her. Du bist auch über allem, sitzt ein bisschen höher. Man sitzt höher, genau, man sieht wirklich rundherum raus. Also angenehmes Fahrverhalten. Was toll ist bei Ford, die Automatik kostet nicht viel, das weiß ich. Also der stärkere Motor ist bezahlbar. Das sind alles so Sachen, wo du dann keine 10.000 Euro direkt hinlegen musst. Und all das bitte erfragen bei den Händlern. Hier ist ja der Globe Van. Und bin mal immer gespannt bei den Leuten, die Namen immer finden, oder? Weil die müssen ja jedes Mal auf neue Namen kommen, oder? Ja, das ist richtig. Das machen dann unsere Produktmanager. Eben hatten wir ja einen, der geht ja jetzt erstmal in Elternzeit. Der kommt. Aber das haben die gut gemacht, oder? Das haben die sehr gut gemacht, ja.
21. April 2022, große Premiere der Globe Van von Detlefs, demnächst in ihrem, bei ihrem freundlichen Fachhändler, so kann man sagen, oder Fachhändlerin. Tschüss. Tschüss.